Moin moin zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Witcher 3. So, wir sind jetzt mit der Hauptquest ja fertig gewesen das letzte Mal um Novigrad und Velen. Unser nächster Auftrag wäre jetzt nach Skellige zu gehen, aber ich habe mir gedacht, wir machen noch ein paar Nebenmissionen hier. Und zwar bin ich ja Stufe 17, das heißt bis 18 möchte ich eigentlich noch ein paar Nebenaufträge eventuell machen. Und wir haben auch jede Menge zu tun. Und wir machen als nächstes einen Auftrag. Und zwar das Bienenphantom. Gucken mal, was es ist. Wir müssen hier mit dem Meister sprechen. So, wo ist er? Schluss damit. Willkommen in Honigwab, Reisender. Honigwab. Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Erstmal reden wir natürlich über die Was Belohnung. Was meine Belohnung betrifft. Ah, das reicht auf keinen Fall. Wir wollen... Ah, der ist bestimmt reich mit Honig. Naja. Wir wollen 280. Oh nein, das ist kein Betrag, den wir aufbringen können. Oh, da müssen wir ja stark runtergehen. 260? Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Ach du je. Das ist aber das Niedrigste. Ey, komm! Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Ach du je. Haben wir 250 halt. Wenigstens eine gerade Summe. Ja, das geht ja wenigstens. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht loswirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Also abgemacht? Abgemacht. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Ein Nilfgaarder Phantom. Es regnet, da lassen sich keine Bienenphantome fangen. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Das Bienenphantom hat große Füße. Und es ist ganz schön schwer. Das ist bestimmt ein Bär oder sowas, obwohl. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Oh, was ist denn da? Untote?
Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Hey, ich hab doch so einen komischen neuen Schild. Hey, 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 hey. Ach, die sind auf Level 8, deswegen machen die so viel Schaden. Ei, ei, ei. Mein Gott. Machen die einen Schaden, ey. So. Wir meditieren kurz. Bis wieder Tag wird. Wie soll ich denn da kämpfen, wenn der Schild an ist? Hä? Ja, hier kann ich mich unverwundbar machen, aber das verstehe ich nicht ganz mit dem Schild. Hier haben wir noch was zu üben. Ganz verstehe ich das mit dem alternativen Schild aber nicht. Ich dachte, den kann man einsetzen, sodass er eine Zeit lang wirkt. Oh, die lassen Mutagene fahren. Da bist du hässlich. Ich kann jetzt noch nicht kämpfen. Also der ist ja schon mal schwachsinnig, dieser alternative Modus. Was sollten wir denn einsetzen dann? Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Na komm, ich möchte da durch. Ah, komm. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Ja, komm. Öffne den Keller. Ja, ich würde ihn ja gerne öffnen. Jetzt. Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Plötze holt dich ein. Bleib da, ich tu dir doch nichts.
Oh, vom Pferd runterkämpfen, das ist ja meine Spezialtaktik. Ah. Na komm. Ach, den hätten wir vorher gar nicht angreifen können, so wie es aussieht. Wow, 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 wow. Irgendwas anfällig, denn irgendwas hätte ich mal nachlesen sollen. Das kämpfe ich mir hier alles. Okay, der geht mir tierisch auf den Sack. Hey. Na komm her. Oh, wo sind wir denn? Budi, budi, budi. Ausweichen, ausweichen. So. Oh, ich sollte nicht zu wagemutig sein. Aber wir haben ihn im ersten Anhieb geschafft. Oh, toll. Nichts dabei gehabt, ey. Keine Waffen, gar nichts. So, wo ist unser Plötzlein? Könnten noch eine Runde meditieren. So. Dann sind wir auch hier schon fertig. Geben wir unseren Auftrag ab und kassieren die Beute. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Nebenmission. Oh, oh. Das war eine Mission. Gute Dame, wie kann man Ihnen helfen?
Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hä? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papalapap. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monster Spuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen genau, gegangen. Genau, zweibeinige Wölfe. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Ein leerer Stall. Komm, gucken wir uns die Quest mal an, was das für eine Stufe ist. Halt, muss ja ein Hexerauftrag sein. Ein leerer Stall, nö. Nee. Hier, doch. Ein leerer Stall, grau. Machen wir das schnell? Ja, machen wir halt kurz, wenn wir hier sind. Aber ich glaube, das bringt XP-mäßig gar nichts. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Bestimmt irgendwelche Halblinge. Oh, wir raten hier, oder? Peter, er hat ein Schwert. Ein Soldat. Der kriegt uns nicht lebend. Ich tue euch nichts. Was machst du denn hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt, aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Ihr überlebt, indem ihr von anderen klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Was, die alte Frau überzeugen, die Kinder aufzunehmen? Wow. Das wird ja ein heikles Unterfangen. Aber ich glaube, die Mission gibt kein einziges XP oder so. Und Hexer, was gibt's? Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden.
Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Da sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber, tja, ich denk mal drüber nach. Na gut, das hat mir, war ja eine sehr interessante Quest, Leute. 25 Erfahrungspunkte. Ja. Notiz an mich, die Quest hat man sich sparen können. Machen wir unser Bienenphantom weiter. Wir wollen unsere Beute noch abholen. Okay, diese Quest ist eine der Quests, die ich auch ruhig hätte vermeiden können. Halt! Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber plötzlich zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Okay. Für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. 249 Kronen, wir hatten 250. Ey Junge, wir hatten 250 vereinbart. Boah, ich glaub's nicht. Ey. Haben sie mich direkt übers Ohr gehauen. Okay, da würde ich sagen, es passt relativ gut. Die Quest jetzt noch anzufangen lohnt sich nicht. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich freue mich über Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Euer Blukrom, bis demnächst.